Apprenticeship Training in Austria, creating professional futures for today's youth, for the future, for us all. The dual system. What is the dual system? After completing their compulsory education, approximately 40% of the young people in Austria begin an apprenticeship in one of the more than 200 legally recognized trades. Apprentices are trained in every branch of industry and business sector, ranging from manufacturing to retail, from business to the trades, and in every profession in the service sector. The spectrum of professions thus includes those from traditional trades, such as woodworkers, hairdressers, and cooks, as well as modern, high-tech professions in fields such as plastics and information technology. Austria is one of the few countries in the world where training takes place in a dual system. It is called a dual system because throughout the apprenticeship, training takes place both at the companies and in vocational school. Approximately 80% of the training is provided at companies that are accredited to train apprentices. The rest of the training takes place in vocational school, where the apprentices expand their general education and theoretical knowledge. Depending on the trade, the apprenticeship lasts 2 to 4 years. Qualität in der Lehrlingsausbildung heißt, dass alle Verantwortlichen in einem Unternehmen sich darum kümmern, dass die Lehrlingsausbildung auf einem hohen Niveau funktioniert. Und wenn eine Lehrlingsausbildung auf hohem Standard funktionieren soll, dann müssen auch alle Ausbildungsverantwortlichen integriert sein. Es muss Rotationsprinzipe geben. Es muss der berufliche, aber auch der schulische Erfolg permanent kontrolliert werden. Und letztlich muss auch geschaut werden, dass die Jugendlichen sich permanent weiterbilden und permanent qualifizieren. Für mich trifft es zu, dass ich wirklich Karriere mit Lehre gemacht habe. War auch einer der jüngsten Konditormeister in Österreich, hat bereits mit ein bisschen über 20 Jahren die Meisterprüfung gemacht. Ja, ich glaube, es gehört beides zusammen, der Lehrbetrieb und die Schule. Vorrangig natürlich ist es im Betrieb so, dass er praktisches Arbeiten lernt und parallel die Schule ist eben dazu da, die quasi den Lehrbetrieb unterstützt, hier zu unterrichten in theoretischen Belangen, sei es jetzt in Rechnungswesen oder sei es in Fachkunde oder Nahrungsmittelkunde. Die Berufsschulen selbst haben eine sehr wichtige Aufgabe. Sie haben die Aufgabe, Jugendliche dort abzuholen, wo sie stehen. Sie haben die Aufgabe, die Allgemeinbildung der Jugendlichen zu verstärken. Und was ganz wesentlich ist, ist das Mitgeben des Rüstzeuges, dass Jugendliche sich fürs lebenslange Lernen begeistern und dass sie auch die kommunikativen Fähigkeiten sowohl in der Muttersprache als auch in der berufsbezogenen Fremdsprache schärfen können. The apprentice enters a training contract with the company, which outlines the rights and obligations of both parties. The apprentices are thus systematically provided job-specific knowledge and skills. Their training equips them with state-of-the-art knowledge and prepares them for the current and future demands in their field. Austria thus secures young skilled workers for the future and ensures the country's economic and social stability. Ich sehe den Vorteil der Lehrlingsausbildung in der Dualität, das heißt einerseits Theorie in der Schule und andererseits die praktische Ausbildung in den Betrieben. Damit hat man zwei Komponenten, die sich wunderbar ergänzen. Man ist damit immer mehr oder weniger an den Problemen und an den Gegebenheiten der Zeit orientiert, eine ständige Dynamik damit verbunden. Und deswegen ist diese Ausbildung, auch was die betrieblichen Erfordernisse anbelangt, eigentlich wirklich gut gegeben. Man sieht aber auch, dass der internationale Wettbewerb bei den ganzen World- oder Euroskills eigentlich das Instrument und die Möglichkeit ist, auch zu beweisen, dass wir wirklich international mit unserer Ausbildung so gut liegen, wie wir das selber glauben, weil unsere Leute auch immer positiv abschneiden und ganz vorne zu finden sind. Wir haben mit diesem Modell eine Jugendarbeitslosenrate, die nur ein Drittel dessen ist, was die Länder haben, die kein solches Modell einer beruflichen und schulischen Ausbildung in Kombination haben. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn es darum geht, junge Menschen so in das Arbeitsleben zu integrieren, dass sie eine Aufgabe darin sehen, dass sie die Möglichkeiten und Chancen für sich erkennen und dass sie zur Stabilität und zum Wohlstand unseres Landes einen Beitrag leisten. The dual system has a long tradition in Austria.
The Federal Ministry of Economy, Family and Youth, supported by the employer and employee representatives, is responsible for the training within the companies. The Federal Ministry for Education, Arts and Culture is responsible for the training in the vocational schools. Es stellt sich hier natürlich oft die Frage, ja, warum bildet ein Unternehmen aus? Warum soll sich ein Unternehmen es sich antun, einen Jugendlichen, vielleicht sogar noch in einer recht schwierigen Phase, ja, in der Pubertät aufzunehmen, Zeit, Mühe und Geld zu investieren, Jugendliche auszubilden? Und als Antwort darauf kann man aus einer österreichischen Perspektive sagen, ja, das war bei uns immer schon so, das ist eben Tradition. Wenn man allerdings dann wieder tiefer geht und sagt, okay, und was macht diese Tradition aus, dann kommt man wieder zur Frage der Governance, zur Frage der Systemsteuerung. Und hier wird erkenntlich, dass es tatsächlich in Österreich so ist, dass Unternehmen bzw. Unternehmensvertretungen und hier insbesondere die Wirtschaftskammern in all ihren Festhaltungen nach unten, also auch Fachorganisationen, Fachgruppen, Innungen, das Gefühl haben, die Lehrlingsausbildung, ein konkreter Beruf in der Lehrlingsausbildung, gehört Ihnen. Zur Reagibilität ist zu sagen, dass, und das ist der Anspruch der Berufsbildung, insbesondere natürlich der Lehrlingsausbildung, dass die Ausbildungen, die hier angeboten werden, tatsächlich am Puls der Zeit sind und dass Jugendliche in jenen Bereichen ausgebildet werden und vor allem mit jenen Inhalten ausgebildet werden, die am Arbeitsmarkt von Unternehmen tatsächlich gebraucht werden. As a part of their training, the apprentices also have the opportunity to complete a career-related internship abroad. Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung ist es uns natürlich sehr wichtig, dass die sprachlichen Kenntnisse erweitert werden und die Sicherheit in der Aussprache gestärkt werden. Aber auch die soziale und die persönliche Entwicklung sind uns sehr wichtig. Es ist uns wichtig, dass das Selbstvertrauen gestärkt wird und die Selbstständigkeit gefördert wird. Und wir wollen auch bei den Lehrlingen eine gewisse Neugierde auf neue Länder und neue Kulturen wecken. Now, the skills of the Austrian students, I would say they're one of the best in Europe. They're very focused, they're dedicated, and they do hold themselves and their employers and their families, I would say, in very, very, very high regard. The program itself does offer opportunities, obviously, to both parties, so to the young workers and obviously to us. We get to learn a little bit from them as well. And to be quite honest with you, the workforce that comes over is superior, to be honest. They tend to work really, really well, and that's it, basically. Well done. An apprenticeship opens up a variety of further training and career options. Apprentices may go on to become a specialist in their field, take on a management position, or even start their own business. For some trades, apprentices also have the option of completing the Master Craftsperson examination. This is the highest professional qualification in the trades and entitles the holder to train apprentices. Master Craftspersons are also exceptionally well qualified to found their own business. Approximately 40% of the Austrian business owners completed an apprenticeship. Nach dem Auslandspraktikum habe ich dann die LAB fertig gemacht, bin jetzt in der Firma noch immer in der Damenabteilung und bin auch Lehrlingsbeauftragte für die ganze Firma und auch Lehrlingsausbildnerin. Wenn ich an meine Zukunft denke, dann möchte ich vielleicht im Ausland oder hier in Österreich eine eigene Konditorei eröffnen. Ich strebe dann auf jeden Fall auch den Meister an und mal schauen, was dann kommen wird, was die Zukunft bringt. The apprentices of today, the specialists of tomorrow, creating professional futures for today's youth, for the future, for us all. The dual system.